Eigentlich wollte ich ein Video darüber machen, über Autismus und Lügen, beziehungsweise wie das in meine Moralvorstellungen passt, aber wenn wir mal kurz schauen. Ich glaube, das Thema ist ausführlich von verschiedenen Seiten beleuchtet worden, aber dabei habe ich ein anderes Video gesehen, beziehungsweise also ich habe den Titel gesehen, ich habe es noch nicht komplett gesehen, und zwar diesen Test, okay, das seht ihr jetzt nicht. Diesen Test können Autisten niemals bestehen. Von Tom Harrendorf. Jetzt, da bin ich neugierig, was jetzt kommt. Diesen Test, welchen ich dir in diesem Video zeigen werde, können Autisten nicht bestehen, Challenge selbst accepted. wenn sie es wollen. Die Rede ist hier vom Reading the Mind in the Eyes Test von Simon Baron Cohen aus dem Jahre 1997. Ich glaube, diesen Test habe ich schon mal gemacht. Und zwar, ich glaube, bei dem, das war die zweite Psychologin. Und ich glaube, ich habe in dem Test zu gut abgeschnitten. Es gibt aber auch Autisten mit besseren Emotionserkennungsfähigkeiten, welche durchaus in der Lage sind, und Achtung, hier kommen wir gleich zu der angekündigten Überraschung, was diesen Test anbelangt, und dass sie durch ja, systematisches Analysieren dann irgendwann erkennen können, aha, es scheint tatsächlich, ich erkenne darin diesen und jenen Ausdruck. Und da ich glaube, dass das, was dort gezeigt wird, dort mit den vorgeschlagenen Wörtern ja übereinstimmt. Und so kann es sein, dass viele begabte Autisten in diesem Test auch am Ende relativ hohe Scorezahlen erzielen. Vielleicht nicht 36 von 36, aber eventuell relativ hohe Scorezahlen von zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal etwas, 30. Ja, das widerspricht so ein bisschen der These im Titel. Und ich würde mal behaupten, dass wie wenigstens alle 36 nur an den Augenpaaren korrekt einordnen. Es gibt inzwischen aber auch erst seit kurzem Normwerte, Standardwerte. Wie schneiden denn neurotypische Personen bei diesem Test eigentlich ab? Aber ganz kurz gesagt, und das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst, nein, auch neurotypische Menschen erkennen nicht alle dieser Augenpaare korrekt. Und das Ergebnis, wie viele richtige Ergebnisse erzielt werden und in welcher Zeit der gesamte Test 36 Augenpaare bearbeitet werden kann von neurotypischen Personen, unterscheidet sich unter anderem auch durch das Alter der Testpersonen. Aber, und das ist jetzt das ganz, ganz Wichtige, es wird ja gefordert, möglichst schnell durch diese 36 Augenpaare durchzugehen. Und natürlich, das ist die Krux dabei, erzielen neurotypische Personen nicht nur häufig mehr richtige Ergebnisse, sondern sind auch wesentlich schneller mit diesem Test fertig, auch wesentlich schneller mit dem Test fertig als begabtere Autisten, welche durch ja Analysieren, bewusstes Analysieren trotzdem hohe Scores, was die Richtigkeit anbelangt, erzielen. Und zwar, wir machen gleich den Test in diesem Video. Ich spule euch gleich mal in der Zeit, in der neurotypische Menschen diese Bilder erkennen können, den Test bearbeiten können, spule ich euch gleich mal hier verschiedene von den Augenpaaren ab im Video, live, dass ihr den Test machen könnt, wenn ihr Autisten seid und dann wirklich mal einen Eindruck davon erlangen könnt, was neurotypische Personen tatsächlich können und was Autisten, mich eingeschlossen, eben auch nicht können. Das wird für viele von euch einen, ja, das passt gut zu diesem Test, ein Augenöffner sein. Und zwar, neurotypische Menschen schaffen es, den Test zu absolvieren in 2 bis 3 Minuten. Das heißt, 36 Augenpaare in 2 bis 3 Minuten, das sind in etwa 4 Sekunden für jedes Augenpaar. Und das schaffen Autisten nicht und schon gar nicht 36 Augenpaare am Stück. Das garantiere ich euch. Wir machen den Test gleich. Dann dürft ihr kommentieren. Wie ist das möglich? Jetzt werden natürlich die autistischen Zuschauer unter euch sagen, ja, Moment mal, in 4 Sekunden. Da kann ich ja noch nicht einmal die 4 Begriffe lesen. Und das ist korrekt. Neurotypische Menschen sind gar nicht mal unbedingt darauf angewiesen, die 4 Begriffe zu lesen. Denn die Emotionserkennung erfolgt ja bei nicht-autistischen Menschen automatisch, reflexartig. Das heißt, sie sehen das Augenpaar und ohne die Begriffe lesen zu müssen, wird in ihnen
eine Emotion, ein Gefühl selbst erzeugt, beim Betrachter, beim zu Testenden. Und deswegen müssen Sie eigentlich nur die Emotion benennen, welche Sie automatisch, reflexartig, sofort, wenn das Augenpaar aufploppt, in sich selber spüren. Also diese Unterscheidung gerade trifft, ist ziemlich gut. Aber ich glaube, ich war trotzdem zu gut für diese Psychologin. Das können autistische Menschen nicht. Autistische Menschen müssen die Begriffe lesen. Autistische Menschen müssen das Bild scannen, müssen überlegen. Und deswegen schaffen sie natürlich nie im Leben, in 4 Sekunden 36 Augenpaare abzuarbeiten. Jetzt habe ich euch gesagt, wir machen den Test zusammen, beziehungsweise ihr könnt euch gleich mal testen. Keine Sorge, ich blende euch jetzt hier nicht diese ganzen 36 Augenpaare ein, denn dann würde die Sequenz ja auch 2 bis 3 Minuten dauern. Aber wir können ja ruhig einmal so 10 Augenpaare durchgehen. Die blende ich euch jetzt gleich einfach mal ein. 4 Sekunden pro Augenpaar und hinterher sehen wir uns gleich wieder und dann dürft ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr euch geschlagen habt. Los geht's. Bereuend. Skeptisch. Zerstreut oder kontemplativ, würde ich sagen. Irritiert. Der ist schwer. Freundlich. Herausfordernd. Nachdenklich. Vorsichtig. Interessiert. Und wie hat's geklappt? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass praktisch alle meine autistischen Zuschauer sich jetzt gedacht haben, what the fuck, das ging mir viel zu schnell. Es ist bestenfalls ein Raten, eigentlich komme ich noch nicht einmal mit dem Raten hinterher, was diesen Test anbelangt. Ja, war zumindest zügig. Und da sehen wir sehr, sehr schön, welche Unterschiede es tatsächlich gibt in der Fähigkeit zur Empathie und mentale Zustände zu erkennen bei neurotypischen und bei autistischen Menschen. Und das auch nochmal als kleines Lehrstück für die Autisten unter euch, die immer in den YouTube-Kommentaren schreiben, ich bin Autist und ich bin so gut in Empathie. Ich bin sogar viel empathischer als alle meine nicht-autistischen Mitmenschen. Ich glaube, da ist aber auch irgendwie so ein bisschen der Denkfehler. Ja, Empathie ist ja kein Geschwindigkeitssport. Also, nur weil ich jetzt länger als 4 Sekunden brauche, heißt das ja nicht, dass ich dich nicht in die Gefühlslage einer anderen Person reindenken kann. Ja, und deswegen kann dieser Test, zumindest wenn wir den Faktor Zeit mit einberechnen, im Vergleich zu nicht-autistischen Menschen niemals von Autisten bestanden werden. Selbst wenn Autisten durch Grübeln und Nachdenken mit viel Zeit, 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten, viele richtige Ergebnisse erzielen. Und das ganz große Problem, und das ist das große Finale in diesem Video, dass das für Autisten bedeutet, ist schlicht und ergreifend, dass wir in Alltagssituationen ja ganz, ganz viele schnell wechselnde Gesichtsausdrücke haben, die dauern teilweise nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und neurotypische Menschen können das erkennen. Die können diese Mikroexpressionen bei ihrem Gegenüber erkennen, bemerken die und können die auch erkennen. Das können autistische Menschen nicht. Und deswegen verpassen sie natürlich zum einen ganz, ganz viel, was um sie herum passiert. Deswegen sind sie natürlich nicht so gut in Empathie wie neurotypische Menschen. Ist leider so. Und ja, deswegen sind Autisten auch häufig, was diese emotionalen Situationen anbelangt, überfordert, weil sie dann einfach irgendwann abschalten, den Eindruck haben, es bringt gar nichts zu versuchen, alles, was hier passiert, nachzuverfolgen. Und es geht schon mal gar nicht, wenn man mit mehr als nur einer Person zu tun hat, die einem gegenüber sitzt, sondern vielleicht sogar mit mehreren Personen an einem Tisch sitzt. Da haben Autisten wirklich das Nachsehen. Ja, das kann ich ein Stück weit auf jeden Fall bestätigen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass neurotypische Menschen, dass da diese
Wahrnehmung auch oft sehr oberflächlich ist. Ich bin ja gelernter Erzieher und ich habe festgestellt, gerade in diesen 1-zu-1-Situationen, dass ich da Sachen zutage fördere, wenn ich sehe, dass es einem Kind nicht gut geht, wo meine Kollegen komplett abprallen. Oder ich auch einfach auch an so Kleinigkeiten merke, dass irgendwas im Argen ist und dann auch gezielt dann das Kind auf ansprechen kann und dann auch unter Umständen dazu bekomme, sich mir anzuvertrauen oder einer anderen Person anzuvertrauen. Also deswegen hatte ich eigentlich gerade in diesen 1-zu-1-Verhältnissen auch immer sehr großen Erfolg. Kleiner Nachtrag im Nachhinein, also nachdem ich den Test gemacht habe, weil ich dachte, ich erzähle mal eine kleine Geschichte dazu, was ich meine mit Oberflächlichkeit und die Sachen sehen. Wir hatten mal einen Jungen in der Gruppe, der war gerade 4 geworden. Und im Kindergarten gibt es da oft diese Toni-Boxen, damit die Kinder sich Hörspiele anhören können. Und er hat sich morgens halt auch eigentlich jeden Tag diese Toni-Box genommen und praktisch 3 Tonis durchrotiert. Und zwar 3 ganz bestimmte und auch 2 ganz bestimmte Stellen. Jetzt überlegt mal, was haben die folgenden Stellen gemeinsam? Der, ja nicht Anfang, aber relativ am Anfang von König der Löwen. Das Ende von Ariel und der Anfang von Frozen. Wenn ihr mal überlegt, an diesen Stellen sind immer Todesszenen von irgendwem. Der Tod von Mufasa in König der Löwen, der Tod von Ursula am Ende von Ariel und der Tod von Elsas Eltern am Anfang von Frozen. Da sieht man, glaube ich, was das Thema des Jungen gerade war. Das haben meine Kollegen aber auch erst gesehen, nachdem ich es ihnen gesagt habe. Und es war auch dann, okay, wissen wir jetzt? Aber es war nicht etwas, wo man jetzt sagte, okay, da müsste man vielleicht mal nachfühlen, ob der Junge vielleicht gerade irgendein Erlebnis versucht zu arbeiten, mit dem er gerade überfordert ist. Die Kollegen haben nur gesehen, der Junge rotiert die ganze Zeit die Tonis und springt die ganze Zeit zurück zum Anfang von diesem Kapitel und das stört uns. Da war es dann mit der intuitiven Empathie vorbei. Aber man soll alle 4 gelesen haben, steht hier. And you will not be timed. 3, 2, 1, go. Spielerisch. Genervt. Hier Desire. Insisting, würde ich sagen. Irritiert. Fantasierend. Uneasy ist natürlich jetzt unpraktisch, dass ich auch noch einen Geist die Übersetzung machen muss. Uff, ja. Ach, ist gerade, da passt, finde ich, gerade gar nichts. Preoccupied. Vorsichtig. Die 4 sind mir aber alle zu extrem für das Augenpaar. Skeptisch. Erwartungsvoll. Ja, accusing, also. Dann haben wir hier. Das Paar hatten wir doch vorhin schon, glaube ich, schon mal. Kontemplativ. Wird in dem Fall eher passen. Das sind zum Teil dieselben Augenpaare, oder? Sie werden ja nicht 36 verschiedene Models genommen haben. Thoughtful, ja. So. Spielerisch wieder. Entschieden. Sarkastisch. Freundlich. Verwirrt würde ich nicht sagen. Fantasieren kann ich mir vorstellen. Boah, hier, wer heißt es? Preoccupied. Defiant. Hier, das hier. Ich kann es gerade nicht übersetzen.
interessiert. Ich finde, das ist noch keine offene Feindseligkeit, aber schon irgendwie so alarmiert, würde ich sagen. Vorsichtig. Interessiert oder auch affectionate. Würde ich sogar schon fast sagen. Ja, das ist nicht so wirklich nachdenklich, aber irritiert ist es, finde ich, auch nicht. Flirtatious. Scherzend. Also so wie sie die Augenbraue hebt, würde ich das zumindest sagen, als hätte sie gerade einen Witz erzählt. Also ein trockener Humor halt. Alarmt. Verlegen. Okay, das ist nicht. Da, hier muss ich auch Ausschlussverfahren machen. Das ist nicht sexy, aber ja, distrustful kann ich mir vorstellen. Nervös. Und dann haben wir hier suspicious. Also da wäre es wirklich praktisch gewesen, wenn man dich auch gerade anklicken können. Ja, okay, gibt's noch mehr. Ich glaube, das SP-Quiz kenne ich, glaube ich, sogar. Also es müsste das sein. Ja, aber den habe ich schon mal gemacht und ich weiß halt nicht mehr, was meine Ergebnisse waren. Ich weiß auch nicht mal, ob ich die bekommen habe, aber es hat Person nicht überzeugt, dass ich auf dem Spektrum sein könnte. Inzwischen weiß ich, dass es so ist. Also. Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit den Testwerkzeugen. Ich meine, gut, in dem Fall klar. So, ich verstehe, so, das ist eigentlich korrekt von der Denke her, weil es ist, ich habe diesen systematischen Ansatz, definitiv. Ich finde aber, dass das nicht unbedingt was über die Qualität aussagt. Also praktisch die Qualität dieser Einschätzung. Und wie gesagt, ich finde, man kann nah genug dran sein, dass dann auch, also dass dann bei Erwachsenen es schwierig wird, weil sehr viele Fachleute leider keinerlei Erfahrung damit haben, wie das bei Erwachsenen aussieht, wenn da entsprechende Bewältigungsstrategien vorhanden sind. Genau das ist ja das Problem. Dann, wenn man auch noch eine Frau ist, will ich gar nicht wissen, wie schlimm es dann wird. Noch ein Nachtrag, wenn man sich jetzt nochmal die Werte anguckt, diese beiden Ranges. Wir sagen ja hier selber, das ist eine ziemlich starke Überlappung. Ich habe vorhin nochmal geguckt, ich habe das Ergebnis von meinem Test, beziehungsweise von der deutschen Fassung, ich hatte da einen Score von 26. Damit bin ich definitiv total in beiden drin. Für Autisten definitiv sehr hoch. Aber das hier ist viel wichtiger. Ich finde, das zeigt auch irgendwie so ein falsches Verständnis von diesem Test. Es geht nicht darum, den irgendwie zu verstehen. Es geht darum, wie geht die Person vor. So, dafür müsste man aber halt die Frage stellen, wie die Person an ihre Ergebnisse kommt. Es geht nicht darum, ob das richtig ist, weil ich finde, dafür ist die Informationslage auch, also ich finde, das bildet der Test nicht unbedingt ab. Wenn ich einer Person ins Gesicht sehe, sehe ich ja nicht nur die Augen, und ich sehe auch nicht nur das Gesicht, ich sehe auch, wie die Person sich bewegt. Ich kann hören, ob sie laut, leise, gar nicht spricht, welche Worte sie benutzt. So, das ist ja alles ein Gesamtbild. So klar, der Test, so der zeigt halt wirklich nur die Methodik. So, das ist durchaus eine wichtige Frage, die man stellen kann bei einer Diagnose. Aber dieser Score ist nicht aussagekräftig in dieser Hinsicht. Deswegen kann man da, finde ich, auch nicht davon sprechen, dass man den besteht oder eben nicht, weil dafür ist der Test nicht da. Falls ihr mal Star Trek geguckt habt, da ist ja so ein wiederkehrendes Element bei der Ausbildung der Kobayashi-Maru-Test. Zur Erklärung, es geht um einen Notruf von einem Frachtschiff, das in einem Grenzgebiet auf eine Mine gestoßen ist und da nicht mehr rauskommt. So, die Frage ist, gehst du hin, antwortest auf den Notruf, versuchst das Schiff zu retten, musst aber dafür
in ein feindliches Territorium eindringen, wirst da angegriffen und zerstört, oder ignorierst du den Notruf, was du halt streng genommen nicht darfst. So, der Test wird aber ich immer so dargestellt, auch in der Serie, als etwas, was niemand bestehen kann. Aber es wird irgendwie nie deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, den Test zu bestehen. Es geht einfach darum, was für ein Captain wird dieser Kadett sein, wenn er irgendwann mal den großen Stuhl bekommt. Er kann nicht das Richtige tun. Also, was wird er versuchen zu tun? Darum geht es. So, darum geht es ja hier im Grunde genommen auch.